gewöhnliche Leute, ungewöhnliche Bilder, das war so ein Etikett, was dir immer wieder angeheftet worden ist. Bist du eigentlich glücklich über dieses Etikett gewesen? Ja, das mit den gewöhnlichen Leuten, das finde ich, das trifft schon die Sache. Also mich haben immer Leute, also diese Art von Leuten interessiert, und mich hat aber eigentlich das Außergewöhnliche, wie ich schon sagte, daran interessiert, an diesen, was in jedem dieser Leute ist. Und was man, also spricht man mit Kindern oder Jugendlichen sozusagen bis 16, wo sie noch ihre Träume haben, da könntest du ja vermuten, dass 70% der Menschen Genies werden könnten. Und dann geht das so kurz, also weiß ich, zwischen 15 und 18 und 20, und dann ist es vorbei und sie sind gewöhnliche Leute. Aber irgendwo kann ja dieses Außergewöhnliche nicht ganz nicht verschwunden sein. Es muss ja noch irgendwo da sein. Und das dann wieder zu entdecken oder ihnen somit gerecht zu werden, das finde ich schon eine interessante Variante, wenn man so einen Beruf hat. Der Einzelne, das Individuum und die Macht, könnte das so ein Grundthema für dein gesamtes Werk gelten? Wobei eben das in seiner polemischen Zuspitzung, sagen wir mal, das gilt, sagen wir mal, jetzt bis zu dem Punkt, wo wir sind, Eulenspiegel, noch die Feuerwehr hinten dran. Später würde ich es mehr so sagen, welche Chance hat der Einzelne in der Gesellschaft und welche Verantwortung hat er? Also welche Möglichkeiten hat er? Jetzt mal unabhängig, ob das nun Bezug auf Macht ist oder also weitergefasst eigentlich, die Verantwortung des Einzelnen, auch sich selbst gegenüber. Lothar Warnecke wird immer das Etikett Moralist angeheftet, worüber er eigentlich nie so ganz glücklich war, wie ich finde, zu Unrecht. Fühlst du dich mitunter auch als Moralist oder gar als Mahner? Ich finde, natürlich hat Film irgendwie jegliche künstlerische Äußerung hat was mit Moral zu tun. Die kann man nicht. Also das beginnt schon mit der Wahl der Themen. Das ist schon eine moralische Frage. Und ich empfinde das auch nicht als fremd, also als Schimpfwort. Genauso wenig. Also mir wurde ja immer gesagt, intellektualistisch oder intellektuell. Also es fehlt nur noch, dass man schon das Wort intelligent als Schimpfwort benutzt. Ja? Das habe ich auch nie verstanden. Und insofern finde ich, muss auch Lothar sich nicht über den Moralisten beschweren oder so. Das ist doch okay.